es erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Briefmarken, Tauschgeschäfte. Den hier finde ich am tollsten. Das ist Kapitän Donner. Der kämpft mit seiner Laserpistole gegen die Roboter. Echt klasse. Borgst du mir das Heft mal? Nein, sonst wollen alle anderen es auch haben. Hm. Hey, Jungs. Hm? Guck mal, was ich habe. Briefmarken? Was willst du damit? Mein Onkel ist Briefträger. Er hat sie mir geschenkt, damit ich eine Briefmarkensammlung anfange. Wozu soll das gut sein? Das wird Philatelie genannt und ist sehr nützlich. Durch die Briefmarken lernt man viel über Geschichte und Erdkunde. Habe ich mir doch gleich gedacht, das ist nur was für Streber. Nein, gar nicht wahr. Mein Onkel hat zu mir gesagt, eine gute Briefmarkensammlung ist ein Haufen Geld wert. Er hat recht. Ein König von England hatte mal eine, die sehr wertvoll war. Finde ich prima. Ich sammle jetzt auch Briefmarken. Wäre toll, wenn wir alle welche sammeln würden. Dann könnten wir nämlich untereinander tauschen. Ja! Bildet euch bloß nicht ein, dass ihr mit ein paar Briefmarken reich werdet. Schade, dass wir dich nicht ans Ende der Welt schicken können. Das ist meine. Klotwig, du hast schon wieder deinen Schulkameraden geärgert. Zur Strafe schreibst du bis morgen 200 Zeilen. Mama? Hast du Briefmarken für mich? Nick, Schatz, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht schreiend ins Haus rennen? Ich kriege jedes Mal einen Heidenschreck. Wozu brauchst du die Briefmarken überhaupt? Hier. Danke. Willst du einen Brief schreiben? Nein, meine Freunde und ich haben beschlossen, Briefmarken zu sammeln. Ausgezeichnete Idee, mein Junge. Als ich klein war, hatte ich auch eine Briefmarkensammlung. Ach ja, und wie viele hattest du? Na, eine ganze Menge. Willst du sie sehen? Unbedingt. Hier sind sie. Hat ein paar Jährchen gedauert, bis ich so viel zusammen hatte. Prima, die sind bestimmt 1 Million wert. Nein, so viel nicht. Allerdings weiß ich, dass einige meiner Briefmarken bei den Sammlern sehr begehrt sind. Ganz bestimmt. Roland wäre sicher neidisch, wenn er die sehen würde. Warte mal. Die schenke ich dir. Damit kannst du deine eigene Sammlung beginnen. Die kannst du Roland zeigen. Klasse! Darf ich noch eine haben? Nein, jetzt musst du selbst welche sammeln. Du hast ja genügend Zeit. Eben nicht. Wir wollen uns gleich treffen und uns unsere Briefmarken zeigen. Man braucht Geduld. Jede Sammlung fängt erst mal klein an. So ein Mist, ich krieg sie nicht ab. Sei vorsichtig, du machst sie sonst kaputt. Hallo Jungs. Mitgliederkontrolle. Heute dürfen nur Briefmarkensammler hier rein. Und was ist das? Darf ich jetzt rein? Zeig mal her. Hey, gar nicht so schlecht. Ich tausche mit dir. Einverstanden. Meine Marke gegen 2 von dir. Du bist wohl verrückt. Für eine Briefmarke gebe ich dir auch nur eine. Das ist mein letztes Wort. Ich tausche sie gegen 2 von mir, wenn du willst. Die sind ja voller Marmelade. Igitt, bäh! Du hast ja keine Ahnung. Die schmeckt lecker. Meine Tante hat sie gemacht. Ich nehme deine Briefmarken gegen die hier. Geht klar. Du weißt wenigstens, was gut ist. Perfekt. Jetzt habe ich von allen die größte Sammlung. Spinnst du? Du hast 2 gleiche Briefmarken. Das zählt nicht. Ganz recht. Sonst wäre das zu einfach. Wenn du willst, kannst du die Marke, die du doppelt hast, gegen meine tauschen. Damit ich sie beim Abmachen zerreiße? Nein, danke. Da frage ich lieber Nick. Von mir aus. Wir können gern tauschen, aber gegen irgendwas Besseres.
Na, mein kleiner Philatelist, was macht deine Briefmarkensammlung? Läuft gut. Sieh mal, was ich gegen meine Marke eingetauscht habe. Was? Du hast die erste Briefmarke deiner Sammlung eingetauscht? Ja, und ich habe ein prima Geschäft gemacht. Aber ich dachte, du wolltest eine Sammlung anfangen. Ich sammle lieber Comichefte. Macht mir mehr Spaß. Ich fasse es nicht. Du tauschst eine über 100 Jahre alte Briefmarke gegen ein billiges Comicheft. Was ist denn nun schon wieder los? Dein lieber Sohn wird freundlicherweise meine Briefmarke zurückfordern und sie mir wiedergeben, da er anscheinend keinen Wert mehr darauf legt. Das ist ungerecht. Du hast sie mir doch geschenkt. Ich habe sie dir geschenkt und nicht deinem Freund. Also geh und hol sie, bevor ich mich noch mehr darüber aufrege. Na gut, ich hol sie. Keine Ahnung, warum mein Papa Briefmarken lieber sind. In einem Comicheft gibt es doch viel mehr zu lesen. Nein, ich werde die Briefmarke behalten. Geschäft ist Geschäft. Ich gebe dir auch dein Comicheft zurück. Kannst du behalten, habe ich schon gelesen. Aber ich krieg Ärger, wenn ich ohne Briefmarke zurückkomme. Na gut, von mir aus, ausnahmsweise, weil wir Freunde sind. Tatsächlich? Du gibst sie mir zurück? Ja, aber nur gegen zwei Briefmarken. Ich will unbedingt die größte Sammlung haben. Wie soll ich das anstellen? Frag doch einfach die anderen. Hey Jungs, kommt ihr mit Fußball spielen? Jetzt nicht, ich muss erst zwei Briefmarken auftreiben. Ich halte im Kopf nicht aus. Immer noch dieser Kinderkram. Briefmarken sammeln ist eine vornehme Beschäftigung. Entschuldige, aber du bist nicht klug genug, um das zu begreifen. Dafür begreife ich, dass du eine auf die Nase willst. Hey, meine Briefmarken! Pass gefälligst auf! Reg dich wieder ab. Ist doch nur ein Ball. Gibst du mir was ab? Nein, selbst schuld, wenn du so schnell isst. Hallo Jungs, ich hab euch gesucht. Wieso, was ist denn? Ich tausche das Comicheft gegen eine Briefmarke. Seid ihr interessiert? Was zu essen wäre mir eigentlich lieber. Einverstanden, ich tausche mit dir. Ich habe sowieso keine Lust mehr, Briefmarken zu sammeln. Prima, wo ist deine Marke? In der Hütte, ich krieg sie nicht vom Umschlag ab. Willst du nicht dein Schokobrötchen gegen diese tolle Murmel tauschen? Ich bin nicht blöd, die ist viel weniger wert. Aber ich gebe es dir, wenn du meine Strafe vom Hühnerbrü übernimmst. 200 Zeilen für dich schreiben? Nein, danke. Ich mach das für dich. Willst du etwa auch mein Schokobrötchen? Ja, und dann tausche ich es gegen Ottos Briefmarke. Prima Idee. Krieg ich jetzt dein Schokobrötchen? Nein, erst wenn Nick meine Strafarbeit geschrieben hat. Spielen wir jetzt endlich Fußball, Jungs? Ich bin fertig. Klasse! Geschafft, 200 Zeilen, ich hab nachgezählt, verlass dich drauf. Ist gut, hier. Danke, da, für dich. Prima, die Briefmarke. Danke. Seid ihr endlich fertig? Können wir jetzt spielen? Wartet! Wer hat meine Briefmarke gestohlen? Du kommst genau richtig, ich hab zwei Briefmarken. Jetzt kannst du mir meine zurückgeben. Das ist es ja, sie ist spurlos verschwunden. Was? Hört mal, wenn ihr nicht mitspielen wollt, dann geht wenigstens aus dem Weg. Genau! Meine Briefmarke, warte, Franz! Spielst du jetzt doch mit, gerade rechtzeitig? Nein, gib mir den Ball! Achtung! Tut mir leid, Nick, aber du spielst in der gegnerischen Mannschaft. Worauf wartest du? So ein Mist, mein Ball! Na toll, meine Briefmarke klebt auf deinem Ball. Wir müssen ihn unbedingt finden. Da ist er! Ich hab ihn! Ah. Die Briefmarke ist weg. Kann mir einer erklären, warum auf dem Ball eine Briefmarke sein soll? Als du deinen Ball auf mein Album geknallt hast, ist sie wohl dran kleben geblieben. Guck mal, jetzt klebt sie am Lieferwagen. Warten Sie!
Briefmarke! Sie ist da reingefallen, ich hab's gesehen. Na los, helft mir suchen. Halt mal. Hallo Kinder, kann ich euch vielleicht helfen? Ja, Herr Campani, wir suchen meine Briefmarke. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Prima! Hör mal, Kleiner, die Marke ist doch gar nicht mehr gültig. Und Nick, hast du meine Briefmarke? Nein, ich habe was viel Besseres. Ach ja, was denn? Herr Campani hat mir die hier stattdessen gegeben. Aber das ist eine ganz gewöhnliche Briefmarke. Ja, aber mit der kannst du einen Brief verschicken. Die andere ist schon lange nicht mehr gültig. Zum Glück hat Papa mich. Ich bringe seine Sammlung auf den neuesten Stand.